die Löschhaie. Sie sind zwischen 6 und 10 Jahre alt und lernen spielerisch den Ernstfall. Normalerweise geht's erst in der Jugendfeuerwehr los mit 10. Heigerloch setzt auf die Kleinen seit genau einem Jahr. Und Betreuer Markus Stehle freut sich, wenn's noch mehr werden. Ende Oktober gehen wir an die Grundschule beim landesweiten Helfertag, wo man quasi auch die Arbeit der Feuerwehr vorstellt, in der 3. und 4. Klasse. Da ist so das Thema Helfer auch mit auf dem Stundenplan. Da passen wir dann ganz gut rein und auch dort ist eigentlich so unsere Zielgruppe ja da. Also die Grundschulkinder ist unser Alter und da hoffen wir oder denken wir, dass wir auch der eine oder andere noch gewinnen können. Mit kleinen Feuerwehrautos spielen macht ja Spaß, aber mit den großen natürlich noch viel mehr. Von oben einen Gegenstand mitgenommen aus dem Playmobil LF. Ja. Genau. Jetzt guckt ihr mal, ob er die Sache findet, hier auf dem großen, richtigen Auto. Oh, keine Angst, ich hab voll den Adventure dabei. Jungs, könnt ihr mir mal helfen? Ich hab hier so einen Aufsatz. Ah, ich weiß, was du willst. Na, die kleinen Feuerwehrmänner sind ja nicht das erste Mal in der Fahrzeughalle. Im Gegensatz zu mir. Die kennen sich aus, beziehungsweise finden alles spannend. Einmal rum und dann wieder zurück. Und irgendwann haben wir ihn gefunden, den Aufsatz für den Feuerwehrschlauch. Das sogenannte B-Stahlrohr. Und dann einmal so tun, als ob ein echter Einsatz wäre. Das gehört auch dazu. Mit Blaulicht durch Heigerloch in Richtung Industriegebiet. Leonardo, bist du schon in so einem Auto gesessen? So 1, 2 oder ich weiß nicht mehr, glaube ich so 2-mal. Einmal wo wir zum Spielplatz und diesmal. Wie, ihr seid zum Spielplatz gefahren? Ja, wir sind mit dem Auto, mit diesem Feuerwehrauto, sind wir zum Spielplatz gefahren. Das ist gute Werbung für die Löschhaie. Da kommen ja gleich demnächst ganz viele Kinder, die mitfahren wollen, weil alle wollen auf dem Spielplatz mit ja, dem Feuerwehrauto. Alle waren. Und sag mal, was willst du von Beruf werden? So Feuerwehr. Oder Krankenwagen. Was hast du jetzt schon alles bei der Feuerwehr gelernt? Dass die bei Unfällen also dann die aus den Autos holen. Oder wenn jemand von der Brücke mit dem Auto fährt, dass die den dann wieder hochholen. Ja. Oder wenn Häuser brennen, dann löschen die. Okay. Ein aufregendes Leben, was ein Feuerwehrmann ja so hat. Und das möchtest du auch. Ja. Ja, sehr gut. Interessant ist ja, dass bei der Heigerlocher Feuerwehr gegen den landesweiten Trend die Mitgliederzahlen steigen. Nur wie lange? Und da wollen sie eben vorsorgen, wie mir Feuerwehrkommandant Robert Wenz erklärt. Wenn Sie sich jetzt so die junge Truppe um die Löscher angucken, was denken Sie dann? Ich denke, wenn die sich da nur ein bisschen neiknien, dann wird es funktionieren, dass die irgendwann gestandene Feuerwehrmänner waren. Meine passen da auch. Oh, das sind noch kleinere. Warum brauchen wir Handschuhe? Ja, ich habe auch Handschuhe. Und guck, weil ihr nämlich hier diese Kupplung in den Händen habt. Und man kann da vielleicht irgendwie hängen bleiben, vor allem mit einem kleinen Finger. Das kann irgendwie ein bisschen wehtun. Und dass man da jetzt so reinkommt oder dass ihr einfach geschützt seid. Aber wenn ihr jetzt vom Boden was aufhebt oder so, packt ihr jetzt Handschuhe. Okay. Das schaue ich jetzt aus und dann holen wir eure kleinere Schläuche und dann geht's weiter. Okay? Ich bin ja überzeugt, dass das funktioniert, was sich die Heigerlocher Feuerwehr vorgenommen hat. Und das sieht doch schon gut aus, wie die Jungs das machen. Mit Spaß die Kinder begeistern und bei der Stange halten. Ob diese Rechnung aufgeht, sieht Markus Stehle und sein Team dann in ein paar Jahren. Wassermarsch, nur nicht bei den Rosen. Der Königin unter den Blumen, sagt Winfried Werner, Landschaftsgärtner aus Heigerloch. Unser Mann, dann morgen.